Es gibt Belohnungen dafür. Ja, geil. Level 2. Ich frage mich, wie viele Level es gibt. Ein bisschen konzentrieren hier. Hat da den Unterschied, wo ich die treffe? Nein. Ne, dann ist es ja einfach. Was gibt es jetzt? Energie für die Laserpistole. Wenn es keinen Unterschied macht, wo ich die treffe, dann brauche ich ja gar nicht auf den Kopf zielen. Das ist ja... Das macht es ja relativ simpel dann, ne? Aufpassen, dass ich die blauen nicht kaputt mache. Immer schön fleißig auf die roten zielen. Ich bin mir relativ sicher, dass ich das damals... ...auf der Xbox auch gemacht habe und mit Maus und Tastatur. Das ist natürlich noch viel einfacher hier. Verfehlt. Gibt das trotzdem was? Anscheinend nicht. Nur volle Punktzahl, ja? So. Dann halt so. Ein Halbleiter Rubin. Der ist natürlich den... Dafür schmeißen wir hier die... Das war's dann wahrscheinlich aber auch, oder? Nein, es gibt noch einen höheren Level. Okay, ach du Scheiße. Ja. Na gut. Oh Gott, wie viele Level gibt es denn? So. War das denn jetzt der Maximallevel? Ich meine, diesmal gab es Energieknoten. Viel, viel mehr. Belohnung ist wahrscheinlich, jetzt geht wieder auf Level 1. Ja, okay. Wobei, na, jetzt habe ich den Einsatz verpasst, aber dann warten wir jetzt noch einmal kurz, bis das durchgeht hier. Was mich jetzt nämlich an dieser Stelle nochmal interessieren würde, das ist die Tatsache, ob wir jetzt nochmal eine Level 1 Belohnung kriegen würden für den Schmarrn hier. Ich gehe ganz stark davon aus, dass die Antwort auf diese Frage nein sein wird, aber ich möchte es der Vollständigkeit halber halt einfach mal probieren.
Mein Level 1 ist ja witzlos. Da noch einer. Also kann man sich auch die Zeit vertreiben, ne? Also. Und? Nee, gibt nichts mehr. Ja, das war eigentlich zu erwarten. So, ich bin mir auch relativ sicher, dass wir hier auf der Vela noch die Pläne für einen weiteren Anzug finden. Ich meine mich nämlich zu erinnern, dass es noch einen Militäranzug gibt. Und das ist dann der stärkste. Und da wir uns ja jetzt hier gerade auf einem Militärschiff befinden, ist es vielleicht... Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Also ich weiß schon, was ich sagen wollte, aber die Formulierung, mit der ich es sagen wollte, war total scheiße. Und mir fällt nichts Besseres ein. Also, tut mir leid. Mein Freund, das sah nicht gesund aus. Oder hat er sich sein Bein selber amputiert, damit sie ihn nicht verwandeln können? Ach du Scheiße. Okay, das ist aber dann nur in der direkten Umgebung, ne? Das kommt hier nicht an den Rand. Das heißt, ich kann mir das alles gleich erstmal ganz genau angucken. Da ist eine verschlossene Tür. Das Schema fürs große Minipark. Ja, verkehrt ist es nicht, das zu haben, ne? Das ist alles Zeug, was ich lieber verkaufen würde. Aber ich renne doch jetzt nicht. Soll ich jetzt den ganzen Weg zum Shop zurückrennen? Oh Mann. So weit ist das ja nicht, oder? Soweit wird das schon nicht sein. Wir sparen jetzt auch erstmal wieder unser Geld und kaufen keine Energieknoten. Ach nee, hier ging es ja nicht durch, ne? Doch, das war der Fahrstuhl, okay. Weil ich halt unter der fundierten Prämisse arbeite, dass wir hier einen neuen Anzug kriegen. Und für den will ich dann auch das Geld haben, damit wir gleich upgraden können. Der ist nämlich, meine ich, richtig geil. Wir sind jetzt bei 15% Panzerung. Also 20 wird er mindestens haben, wenn nicht sogar 30. Das ist ja ein Militärpanzer, ne? Wo sind eigentlich diese ganzen Batterien hier? Also ich meine, in der Hinsicht... Wo kommt das denn her? Was bringt es uns, dass wir die rausnehmen können? Ich meine, wir brauchten für das eine Rätsel eine, das ist klar. Aber so darüber hinaus, wisst ihr?
Habe ich mir den kompletten Rückweg verbaut? Das ist natürlich doof. Moment. Komm du doch bitte einen hier rüber. So, da darfst du gerne stehen. Das ist alles in Ordnung. Du kommst hier bitte auch einmal zurück. Passt nicht. So, einmal in die Richtung. Gute Fahrt. War schön mit dir. Ich bin froh, dass wir uns kennenlernen konnten. Dich schieben wir mal hier drüben an die Wand. Da stehst du auch nicht im Weg. So. Ich traue den ganzen Leichen hier immer noch nicht. Obwohl er sich diesmal tatsächlich gemerkt hat, dass ich hier in die Köpfe abgetreten habe, oder? Oder war das von Anfang an so? Mich irritiert auch immer noch, dass diese Tür hier nicht aufgeht. Aber ich könnte mir gut... Rangbefugnis erforderlich. Ich kann mir gut vorstellen, dass das unser Rückweg ist. Ich muss echt das ganze Schiff verlassen, ne? Wird mir gerade so bewusst. Okay, Leute, es tut mir leid, dass ich das jetzt hier wieder so in die Länge ziehe. Und das nur... Da steht ja sogar Werner dran. Ah. Um Zeug zu verkaufen, ja? Aber das ist einfach fies. Ende der Schwerelosigkeit. Sie müssen mir einfach unbegrenztes Inventar geben und dann ist auch alles gut hier. Ende des Vakuums. Dann mach ich auch nicht so einen Blödsinn. Ja, der Weg ist doch nicht lang. Ruckzuck sind wir wieder da und dann ist alles... Wo war der Shop? Der Shop war doch... Hier war doch irgendwo noch ein Shop. Da ist der Shop. Ich will ja schließlich zum Shop. Was soll ich woanders, wo es mir nicht gefällt? Das kann ich noch verkaufen. Jetzt haben wir schon wieder 26.000 Credits. Ist doch toll. Kauf einfach zwei von den Mini-Packs. So, der Anzug, den wir jetzt tragen, der hat 35.000 gekostet. Deswegen gehe ich mal stark davon aus, der nächste Anzug wird teurer. 50.000 oder sowas in der Art. Aber das kriegen wir ja zusammen hier, ne? So. Wir sind ja auch noch nicht an dem Punkt, dass wir ihn kaufen können. Wir werden ja bis dahin noch ein bisschen was finden, aber... Ich wollte halt nichts verschenken hier, ne? So, einmal da hinten hin. Mir gefällt dieses Schwerelosigkeitssystem ehrlich gesagt besser als das in den späteren Spielen, wo man dann sich frei im Raum bewegen kann. Das, ich weiß nicht, dieses an den Wänden und an der Decke laufen, und aber immer irgendwo laufen müssen, weil wir halt diese Magnetschuhe haben und uns sonst nicht kontrollieren können und sowas. Ich finde das eigentlich ziemlich cool. Aber ich bin ganz ehrlich, mir hat's gefallen. Ich meine, das andere System ist auch in Ordnung. Es hat ja auch für sowas wie Prey funktioniert, aber bei Prey ist das schon wieder nochmal was anderes, weil das ist ja, Prey ist ja Ego-Perspektive. Das ist ja sowieso... Finde ich sowas wie Schwerelosigkeit dann doch noch ein bisschen besser zu manövrieren. Ist zumindest so mein Empfinden. Ich weiß auch nicht.
Vielleicht nochmal speichern, bevor ich mich dem Laser stelle. Ist eventuell nicht die schlechteste Idee, die ich jemals hatte. Es ist zwar noch ein bisschen hin, aber ich weiß nicht, ob da unten nochmal ein Speicherpunkt war. Ich habe da nicht so drauf geachtet. Ich versuche mich gerade daran zu erinnern, was uns im Rest des Spiels noch erwartet. Also es gibt also noch... Es gibt noch mindestens 3 Sequenzen, die ich noch im Kopf habe. Die definitiv noch kommen. Ich will da natürlich jetzt nicht vorgreifen und spoilern. Aber am Ende sind wir noch lange nicht. Hier, jetzt können wir auch das Ding mitnehmen. Also ich erinnere mich noch an mindestens 3 Segmente. Mit Segmenten meine ich jetzt nicht Level oder sonst was, sondern sowas wie zum Beispiel, ein Segment wäre für mich sowas wie, als wir über die Außenhülle mussten und die Asteroiden da runtergekommen sind. Oder als wir die Steine zertrümmern mussten, um die Tür zu öffnen, weil wir sonst die Schwerelosigkeit nicht aufheben konnten. Oder ein Segment wäre für mich das gewesen, als wir auf diesem Erzklumpen rumgerannt sind und den rotierenden Schrauben, Trägern, was auch immer da ausweichen mussten. Sowas, das sind Segmente für mich. Mir fallen noch, also das Spiel hat noch viel mehr als diese 3 Segmente anzubieten, die mir da einfallen, aber die 3 weiß ich, die kommen definitiv noch. Und es ist, solche Unterhaltungen sind immer total bescheuert und doof und sinnlos, wenn ich euch dabei nicht sage, um welche Segmente es geht, ne? Und quasi mit mir selber in meinem Kopf spreche. Ist das da auch was zum Einsammeln? Brennstoff für den Flammenwerfer. Warum um Gottes Willen liegt denn hier bitteschön Brennstoff für den Flammenwerfer? Oh. Falsche Taste. Entschuldigung. Entschuldigung. Komm nicht wieder vor. Okay, das war zum falschen Moment. So, mach das auch da. Oh, guck mal, wie lange die Stase anhält. Ui! Uiuiui! Was auch immer da drin ist, ich will es noch haben. Hui. Das war, das hätte eben auch in die Hose gehen können. Und das, obwohl ich eigentlich schon... Und ich habe wieder getan. Oh Gott. Okay, der war wohl zu nah dran. Oh, wenn ich erstmal in Panik gerate, dann gerate ich natürlich auch in Panik hier. Meine Fresse, aber die Tatsache, dass wir eine unserer Waffen erstmal in den Safe gepackt haben, die führt dazu, dass wir wesentlich mehr Munition jetzt dann auch wieder für das Impulsgewehr finden, ne? Läuft. Ich meine, ich denke, wir können... wo will das Spiel mich denn lang haben? Hier, okay. Ich denke, wir können bei nächster Gelegenheit die Dingens dann wieder
mit reinpacken, den einen Schneider, nicht den Plasma-Cutter, sondern den großen Schneider.